So, hallo zusammen. Hier ist wieder euer Spartakus und wir spielen heute wieder mal eine Runde Marquis. Das habe ich schon öfter vorgestellt, aber weil es auf Platz 3 meiner persönlichen Top 10 Solo-Spielliste ist, die ich euch mit Ben gemeinsam auf seinem Kanal vorgestellt habe, Link ist oben in der Ecke, spiele es jetzt hier nochmal, weil ich ja gesagt habe, ich mache zu jedem meiner Top 10 Spiele nochmal ein eigenständiges neues Let's Play, ganz aktuell. Ja, Marquis, ein Spiel von Jake Staines, erschienen bei Sideroom Games, war ursprünglich mal ein Print-and-Play auf Boardgame Geek und ist dann von Sideroom Games aufgenommen worden und als Spiel produziert worden. Das ist hier die englische Version von 2019, das war damals ein Kickstarter, der ist sehr erfolgreich finanziert worden. Es gab dann auch einen zweiten Kickstarter mit neuen Missionen, die ich auch hier als Erweiterung mit da drin habe. Und die deutsche Version, die ist auch 2021 erschienen. Die könnt ihr bei Schwerkraft, glaube ich, bekommen. Ja, hier die englische Version. Aber das Spiel ist nicht sprachneutral. Ihr müsst ein bisschen Englisch können. Die Anleitung, sowohl die englische Anleitung als auch die Missionskarten sind, ja, die müssen gelesen werden. Da ist englischer Text drin. Okay, schauen wir mal, was ich habe hier ein bisschen aufgebaut, was wir hier alles haben. Wir haben hier ein kleines Dorf in Frankreich der Nazi-Zeit. Das ist besetzt von Nazi-Schergen und im Wesentlichen ist die Geschichte, dass wir hier eine kleine Widerstandsgruppe kontrollieren, die bestimmte Aufträge zu erfüllen hat und die dabei den Milizionären ausweichen muss, beziehungsweise, wenn es hart auf hart kommt, sogar den deutschen Wehrmachtssoldaten. Und das wird dann eben nicht ganz so einfach. Wie funktioniert das Ganze? Im Wesentlichen haben wir die Aufgabe, uns an gewisse Orte zu begeben, die gewisse Aktionen erlauben, im Wesentlichen Ressourcen sammeln oder eben auch für die Ressourcen dann irgendwelche Boni kassieren. Das müssen wir innerhalb von 14 Tagen tun, also sprich, wir haben 2 Wochen Zeit. Jeder Tag endet damit, dass einer unserer Widerstandskämpfer auch wieder zurück muss in ein sicheres Haus, um dort zu übernachten, denn ansonsten wird er eventuell von der Patrouille in der Stadt verhaftet. Und das Ganze funktioniert über dieses Wegeset. Ich gehe die Regeln dann mit euch durch, wenn es soweit ist. Und wir haben als Kontrolle oder als Mechanik für die Wachen, für die Patrouillen, haben wir ein Kartendeck, das wir theoretisch oder nicht nur theoretisch, das dürfen wir auch mitschreiben und notieren. Ich mache das persönlich nicht gerne. Ich nehme die Karten dann einfach, wie sie kommen und dann schauen wir mal, was passiert. Aber es ist völlig legitim, wenn ihr euch diese Karten auswendig lernt oder auch einen Notizzettel. Da gibt es auf Boardgame Geek diverse Layouts dafür, wie man die Patrouillen, die hier gezogen werden, markiert und notiert, sodass man dann einschätzen kann, was als nächstes noch kommen kann oder nicht. So, die Erweiterung mit dem neuen Inhalt hat ein paar Ressourcen hinzugebracht, ein paar neue ja, Spare Rooms, ein paar extra Räume, die man bauen kann und vor allen Dingen neue Missionskarten der Schwierigkeitsstufe 3. Das sind nur 4 Stück, aber zusammen mit dem alten Deck ist das durchaus eine Erhöhung der Spielvariabilität. Der Aufbau sieht dann so aus, dass wir die neuen Missionen, Schwierigkeitsstufe 3, auf die rechte Seite platzieren. Eine Karte davon, keine zwei, sondern nur eine. Das ist jetzt Bomb the Barracks. Wir müssen die Baracke bombardieren, in der die deutschen Soldaten ja, sich aufhalten. Und so wie ich das jetzt hier sehe, wir gucken nochmal drauf. Wir müssen diesen Ort hier zweimal ausspähen. Dann müssen wir, Moment, das ist Ziel 1, Ziel 2. Und dann müssen wir einen gefälschten Ausweis und 2 Sprengstoffe hier platzieren und am selben Tag einen zweiten Arbeiter zu einem leeren Feld schicken und eine Waffe ausgeben, eine Pistole, um die Soldaten abzulenken, um diese Mission zu erfüllen. Das heißt, wir müssen Sprengstoff platzieren, wir müssen uns eine Waffe beschaffen und wir müssen einen gefälschten Ausweis platzieren. Das heißt, wir brauchen für diese Mission den Ausweisfälscher und den Chemiker. Hier oben ist auch das Chemielabor. Diese beiden Plättchen müssen wir bauen, um überhaupt diese Mission erfüllen zu können. Die Waffe holen wir uns über andere Wege.
diese Auftragskarte kommt hier in diese Missionskarte und ihr seht, die sind mit dem Straßennetz verbunden. Das ist also ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Ort, den einer unserer Widerstandskämpfer besuchen kann. Auf der linken Seite haben wir eine zweite Straßenanbindung für einen zweiten Ort. Da werden die anderen Karten gemischt. Das sind die Originalkarten aus dem Grundspiel mit den Schwierigkeitsgraden 1 und 2. Und hier haben wir Officer's Mansion, das ist die Mission, das Haus des Offiziers oder die Wohnung des Offiziers. Der Commander hat sich ein schönes kleines Häuschen im Norden der Stadt unter den Nagel gerissen. Wir müssen einen Worker auf die Rue Barada, Pont-l'Évêque und Pont du Nord platzieren, um hier antifaschistische Graffiti anzubringen. Also wir müssen Graffiti sprayen. Und sobald alle diese drei Orte markiert sind, müssen wir hier einen Worker, einen Widerstandskämpfer hinbringen, um die Mission zu erfüllen. Das ist eine vergleichsweise einfache Mission, denn diese Orte zu besuchen und dann zu markieren, das machen wir hier mit diesen gelben Würfelchen. Die sind für alle Arten von Markierungsarbeiten zuständig und vorhanden im Grundspiel. Das ist alles okay. Diese Mission hier macht mir mehr Sorgen. Wir müssen nämlich zwei gefälschte Räume oder zwei extra Räume bauen. Dafür brauchen wir jeweils zwei Geld. Und dann müssen wir, um an den Ausweis zu kommen, nochmal zwei Geld und einen, das seht ihr hier in diesem Plättchen für diesen Raum, zwei Geld und einmal Geheiminformationen ergeben zusammen einen gefälschten Ausweis an dieser Stelle. Und einmal Medizin ergibt im Chemielabor einmal Sprengstoff. Wir schauen, wie wir uns das organisieren können. Wir haben, wie gesagt, 15 Tage Zeit. Hier ist ein Tracker für die 15 Tage. Die Moral der Stadt wird hier oben in der oberen Hälfte dieser Karte angezeigt. Die startet bei 6. Und ihr seht unten drunter eine kleine rote Zahl. Das ist die Zahl 3. Das ist die Anzahl der Patrouillenwächter, die hier unterwegs sind. Die mit sinkender Moral steigt oder mit steigender Moral sinkt auch die Zahl. Aber sie sinkt niemals unter die Zahl unserer gerade aktiven Widerstandskämpfer. Hier unten drunter auf der zweiten Hälfte ist noch ein Tracker für die Anzahl der Soldaten, die Patrouille gehen. Denn jedes Mal, wenn wir es uns erlauben, einen Milizionär zu erschießen, was wir durchaus können, um uns den Weg freizuschießen, damit er uns nicht verhaftet, an dessen Stelle tritt dann aber auch sofort im nächsten Tag ein Soldat und der ist nicht zu erschießen. Das funktioniert nicht. Wir schauen mal, ob wir das vermeiden können, dass die Soldaten in den Einsatz kommen. Pistole, zwei Sprengstoff, ein gefälschter Ausweis. Dafür brauchen wir zweimal Medizin mindestens. Wir brauchen ganz viel Geld und wir brauchen eine Geheiminformation, um uns das alles zu organisieren. Boah, ja, ein bisschen Arbeit haben wir vor uns, das kann anstrengend werden. Die orangefarbenen Felder, wenn die Tage hier 3, 6, 9, 12 und 14 erreichen, die bedeuten, dass die Moral dann automatisch sinkt, weil wir es noch nicht geschafft haben, gegen die Besatzung anzugehen, erfolgreich. Und wenn wir beide Missionen erfüllen, dann haben wir einen sogenannten Major Win erzielt. Wenn wir auf jeden Fall diese Mission erfüllen, egal ob wir die schaffen, haben wir einen Sieg erfüllt. Oder zumindest wenn wir eine erfüllen, dann haben wir wenigstens einen Unentschieden erreicht. Wenn wir keine erfüllen, sobald der Tageszähler bei der Endmarkierung bei 15 landet oder wir alle Worker verlieren, alle Resistanzkämpfer, dann haben wir auf jeden Fall das Spiel verloren. Gut, schauen wir mal, wie es losgeht. Wir fangen an, indem wir müssen sowieso hierhin mit diesem Worker hier diesen Ort markieren und sichern. Das ist eine ganz wichtige Vorgehensweise. Denn die Patrouillenkarte, die wir jetzt ziehen, die sagt uns, wohin ein Milizionär auf Patrouille geht. In diesem Falle zu Radio A, das ist hier. Schade, da hätte ich eigentlich hingewollt. Wäre hier Pont-l'Évêque, das wäre hier der zweite Ort, als erstes angegeben, dann hätte er sonst, wenn hier frei gewesen wäre, sofort hier seinen Milizionär hier platziert, die Patrouille. Da der Ort aber schon von uns besetzt ist, wird hier zunächst kein Wächter platziert, sondern erst dann, weil alle anderen Orte auch besetzt sind. Also wir sehen das gleich sicherlich noch mehrfach, erläutere ich gerne.
Das ist eine wichtige Vorgehensweise, sich seinen Rückweg auch offen zu halten, damit eben am Abend alle wieder zurück nach Hause kommen können. Das Ganze funktioniert immer so, dass wir erst eine Platzierungsphase haben, wo immer abwechselnd einer von uns und einer vom Gegner platziert werden. Ein Resistancekämpfer, ein Patrouillengänger. Und dann kommt die Aktionsphase, wo die von uns, die erfolgreich platziert werden konnten, ihre jeweiligen Aktionen ausüben. Und dann kommt die Keep-Up-Phase, wo alle wieder nach Hause kommen müssen, gegebenenfalls also verhaftet werden, wenn sie das nicht schaffen, und alles aufgeräumt wird und dann der nächste Tag beginnt. So funktioniert das von der Spielstruktur her. Ich kann also jetzt auswählen, wohin ich meinen nächsten Worker schicke. Ich brauche Geld, ich brauche Medizin und beides kann ich hier bekommen beim Doktor. Zunächst mal, da kann ich die Medizin holen. Die kann ich auch hier auf dem Schwarzmarkt verkaufen. Ansonsten können wir uns Geld auch holen lassen über einen Abwurf von Flugzeugen. Wir schauen mal, ob das funktioniert. Jetzt kommt wieder ein Gegner aufs Spielfeld, Radio B, der kommt also hier oben in die Ecke. Das heißt, ich kann mir keinen Luftabwurf. Ich hole mir erstmal Nahrung. Ups, jetzt habe ich hier die zwei Reserve-Worker eingesetzt. Das darf ich natürlich nicht tun. Und jetzt kommen. Und jetzt seht ihr es, die Radio A ist besetzt. Und dann kommt der nächste Punkt auf der Patrouille, Rüberradar. Ich lege die mal hin, damit ihr das besser sehen könnt. Rüberradar ist hier. Jetzt haben wir keinen Konflikt mit unseren Workern. Das heißt, wir können jetzt nach und nach die Aktionen abarbeiten. Der Doktor oder der Kollege, der beim Doktor zu Besuch ist, der holt sich jetzt ein Medizin. Die legen wir hier hin. Na, ihr seht sie nicht, macht aber nichts, glaubt mir, sie ist da. Und geht ins Safehouse zurück. Der Kollege hier soll ja bei der Pont-l'Évêque ein Graffiti anbringen. Das macht er erfolgreich, dafür markieren wir ihn hier und läuft zurück nach Hause. Und der Kollege hier beim Grocer im Lebensmittelladen bringt einmal Lebensmittel nach Hause. Die brauchen wir, um eventuell Nachwuchs anzuheuern, denn das kriegen wir hier im Café. Ihr seht die Stadtaufteilung durch den Fluss mit drei Brücken sind es, etwas getrennt. Der untere Bereich hier ist ein Bereich, auf dem wir auf jeden Fall sicher sind. Dort kommen keine Patrouillen zum Einsatz. Die Patrouillen sind ausschließlich hier oben im Bereich und auf den normal beschrifteten Plätzen, mit Ausnahme dieser Spare Room freien Räume, denn das sind hier durch das Dual Layer Board eingelassene Felder für diese Zusatzräume hier. So, damit ist der erste Tag rum. Alle sind nach Hause gekommen, alle haben ihre Aktionen ausgeführt. Zweiter Tag, die Patrouille geht wieder Schichtwechsel sozusagen und der nächste Tag beginnt. Okay, wir müssen nach wie vor an Geld kommen. Wir machen wieder mal die Pont-l'Évêque als Rückweg freihalten. Dann geht einer zur Fence. Dann sollten wir nochmal zum Doktor. Dann möchte eine Patrouille zur Pont-l'Évêque, da ist besetzt. Dann geht er zur Pont du Nord. Das ist okay. Und den dritten, ich lege die mal hier zur Seite, die brauche ich eigentlich noch gar nicht. Komme ich immer durcheinander. Und den dritten schicken wir zu Radio A. Und dann möchte eine Patrouille zur Fence, da geht es nicht, aber zu Rüberradar, da ist frei. Und was passiert, wenn alle drei Orte besetzt sind, zeige ich euch dann. Dann kann es nämlich eng werden für uns. So, Platzierung ist abgeschlossen. Radio A. Da können wir jetzt mehrere Dinge tun. Was wir als erstes brauchen, ist allerdings Geld. Denn sonst können wir die extra Räume nicht bauen. Also werden wir einen Geldabwurf bestellen auf dieses Feld hier im Westen der Stadt. Und er läuft nach Hause. Beim Doktor holen wir uns nochmal Medizin. Die Vorräte sind übrigens limitiert. Das heißt, wenn wir vier Medizin bei uns haben, dann kriegen wir keine neuen. Dann kriegen wir keine weiteren. Müssen wir erst wieder welche ausgeben. Und läuft nach Hause. Und die Pont-l'Évêque ist schon mit Graffiti markiert. Da muss nichts getan werden. Er kommt nach Hause. Die Patrouillen gehen wieder nach Hause. Nächster Tag. Gut. Dann müssen wir ein bisschen was anderes tun. Wir brauchen mehr Geld. Wir müssen etwas mehr Risiko gehen. Wir gehen mal zum Grocer.
Dann geht eine Patrouille zu Pont-l'Évêque. Dann gehen wir zu Radio B. Mal gucken, ob das funktioniert. Jetzt will eine Patrouille zu Radio B. Da kann sie nicht hin, da sind wir. Dann geht sie erstmal zu Rue-Baradar. Und wir gehen mit dem dritten jetzt nicht zum Black Market, um die Kette freizuhalten, sondern wir hoffen, dass der jetzt nicht obendran eine Patrouillenkarte steht, sondern wir gehen auf das Feld hier im Westen, und um uns das Geld zu holen. Und dann kommt die dritte Patrouille, nicht zum Großer, aber zum Poor District, ins Armenviertel. Okay, damit sind wir auch safe. Wir holen uns hier wieder einen Abwurf, Luftunterstützung, und diesmal holen wir ins Feld Geld auf das Feld im Osten. Das funktioniert übrigens bei dem Luftabwurf so, dass wir im Prinzip hier von der Funkstation aus den Support erbitten und ein Feld angeben müssen oder ein Feld gesagt bekommen. Deswegen muss der Arbeiter auch immer nach Hause kommen können, auf dem wir dann im nächsten Zug die Ressource abholen können, die wir bestellt haben. Das Problem ist aber, dass dieses Feld leer sein muss. Da darf kein Worker draufstehen. Ihr dürft also nicht erst einen dahin schicken und dann jemanden hierhin schicken. Der holt die Ressource und alle kommen direkt mit der Ressource nach Hause. Das funktioniert nicht. So steht es jedenfalls in der Regel. So, beim Großer holen wir nochmal Lebensmittel. Die kriegen wir sofort mit nach Hause und er hier holt das Geld. Die Soldaten kommen alle wieder nach Hause. Nächster Tag, die Moral sinkt. Es bleibt aber noch bei 3 Soldaten. So, wir können jetzt verschiedene Sachen machen. Wir brauchen ja noch Graffitis hier im Pont du Nord und Rue Baradar. Das heißt, wir können uns wieder mal auf die Pont l'Évêque stellen. Dann wird der Großer blockiert. Dann gehen wir auf den Poor District. Jetzt ist das Patrouillendeck leer. So, neu gemischt. Dann geht es auf die Fans. Und jetzt könnten wir uns das zweite Geld holen. Das machen wir. Und die Patrouille geht zu Radio B. Und das ist auch in Ordnung. Wir holen uns jetzt hier das zweite Geld, kommen nach Hause. Er hier verkauft jetzt ein oder spendet jetzt im Armenviertel ein Lebensmittel und ein Medizin, um die Moral wieder hochzuhalten. Und kommt nach Hause und die Sicherung kommt auch nach Hause. Okay. Nächster Tag. Dann können wir jetzt das Geld ausgeben, um einen extra Raum zu bauen. Wir müssen uns überlegen, was wir da tun. Hier setzen wir den Chemiker hin und hier setzen wir den Ausweisfälscher hin. Das heißt, wir gehen hier zu Pont l'Évêque. Die will er besuchen, Black Market, dann geht er hier hin. So, dann gehen wir hier zum Doktor. Dann wird der Großer blockiert. Dann gehen wir zum Spare Room. Und Radio B wird blockiert. Funktioniert. Wir können hier 2 Geld ausgeben und bauen hier den Chemiker hin. Kommt nach Hause. Er bringt nochmal direkt Medizin mit und er kommt auch nach Hause. Damit sind wir für Tag 5 auch gerüstet. Hervorragend. Wir brauchen weiterhin Geld und wir brauchen jetzt, müssen wir uns langsam den Sprengstoff holen. Pont l'Évêque. Radio A. Pour. Wir geben ein bisschen Risiko. Wir gehen mal zu Pont du Nord. Hier müssen wir noch ein Graffiti sprayen. Pont l'Évêque, Pont du Nord, Doktor wird besetzt. Puh. Schwierig.
Wir kommen aber, weil nur noch eine Patrouille kommt, auf jeden Fall mit dem Soldaten nach Hause, egal ob hier oder hier oder hier eine Patrouille hinkommt. Das heißt, wir brauchen hier keine Rückwegssicherung zu bauen. Wir brauchen noch eine vierte Unterstützung. Wir gehen ins Café. Und der Große wird blockiert. So, wir bringen hier ein Graffiti an, kommen nach Hause. Er hier kommt nach Hause und er gibt ein Lebensmittel aus und bringt noch einen vierten Mann mit nach Hause. Die kommen alle raus. Der nächste Tag, die Moral sinkt. Es bleibt bei 3. Aber wir haben jetzt 4 Leute, die mithelfen können. Denn wir müssen noch ein paar Sachen machen. Paul weg. Es klingt immer ein bisschen monoton, wenn man immer erst hier anfängt, aber das ist eine essentielle Rückwegssicherung für viele Aktionen. Wir müssen manchmal auch das Risiko eingehen, denn es beginnt uns die Zeit davon zu laufen. Dann müssen wir den Doktor machen. Radio A. Dann gehen wir zur Rübenradar. Dann müssen wir auch noch ein Graffiti anbringen. Neu mischen. Und weiter geht's. Fence ist besetzt. Pont du Nord. Da kommt eine Patrouille hin. Und wir gehen hier ins Chemielabor. Wir haben alle 3 Patrouillen abgegeben. Das heißt, wir sind sauber. Alle 3 Patrouillen platziert. So rum heißt es. So, dann kommt hier das Graffiti auf die Rue Baradar. Beim Doktor wird noch eine Medizin besorgt. Er hier gibt aber schon eine Medizin aus und bringt einen Sprengstoff mit nach Hause. Und kommt ebenfalls nach Hause und die Pont weg. Ist auch okay. So, damit haben wir hier für diese Mission fast alles erfüllt. Und hier geht es einen Tag weiter. Und um diese Mission jetzt zu erfüllen, muss eigentlich hier nur noch ein Worker hin. Aber die brauchen wir jetzt erstmal, um auch die andere Mission zu erfüllen. Da müssen wir jetzt dran arbeiten. Und das funktioniert am besten, wenn wir hier mit dem Großer arbeiten, weil ich jetzt auch eventuell die Moral heben muss. Das funktioniert nicht in diesem Zug, denn der Poor District wird schon wieder blockiert. Dann versuchen wir mal, ob wir über den Schwarzmarkt, dann wird die Pont Levesque blockiert, dann gehen wir zu Radio B, und dann wird Radio A blockiert, und ihn hier kann ich jetzt vielleicht noch mal schicken zu diesem Ort hier. Denn dann kann ich den ersten Spionagebesuch machen. Okay. Platziert sind alle Aktionen. Hier kommt der erste Spionagebesuch. Er kommt sogar sicher nach Hause. Er holt sich wieder einen Geldabwurf hierher. Er macht nichts, denn ich könnte jetzt hier eine Medizin verkaufen, um Geld zu kassieren. Obwohl, doch, das wird die Anzahl der Patrouillen erhöhen, weil die Moral sinkt. Ich glaube, das müssen wir aber machen, oder? Ja, wir brauchen das Geld. Komm, nehmen wir das Risiko. Er verkauft also ein Medizin gegen ein Geld auf dem Schwarzmarkt. Das sinkt leider die Moral. Und er bringt Lebensmittel mit vom Lebensmittelhändler. Und damit ist der Tag auch geschafft. Und es geht weiter mit Tag 8. Aber es kommen jetzt 4 Patrouillen auf den Plan, weil wir hier mit der Moral schon auf 4 gesunken sind. Okay. Das können wir vielleicht ausgleichen. Vorne weg. Wird der Große blockiert. Dann gehen wir zum Doktor. Dann wird Radio A blockiert. Jetzt gehen wir zum Armenviertel. Dann wird Radio B blockiert und dann gehen wir noch mal zum Chemielabor.
Wir brauchen ja noch einen zweiten Sprengstoff, da kümmern wir uns mal zuerst drum. Und das funktioniert jetzt auch. Jetzt kommt noch eine vierte Patrouille. Pont l'Évêque, Pont du Nord. Jetzt haben wir Glück gehabt, dass hier keiner von diesen vier Orten als nächstes oder dass die vier Orte nicht dabei waren. Sonst hätten wir vielleicht einen Soldaten oder einen Worker verloren. Wir gucken. Beim Chemielabor, da gibt es gegen. Ach so, ja, genau, das funktioniert trotzdem. Ich hatte, war jetzt gerade verwirrt. Ich kann jetzt tatsächlich erst hier im Armenviertel ein Lebensmittel und ein Medizin ausgeben, um die Moral zu heben und nach Hause kommen. Dann kann ich hier beim Doktor Medizin organisieren und ebenfalls nach Hause kommen. Und dann kann er beim Chemielabor die Medizin wieder ausgeben, um den Sprengstoff zu holen. Das funktioniert. Und der von der Pont l'Évêque, die Sicherungswache, kommt ebenfalls zurück. Die vier Patrouillen kommen zurück. Der nächste Tag, nein. Und die Moral sinkt wieder. Okay. Jetzt wird die Moral noch zweimal sinken und die Soldaten, die Patrouillen bleiben bei vier in beiden Fällen. Das heißt, dann müssen wir uns nicht zwingend darum kümmern, die Moral wieder zu heben. Wir müssen nämlich jetzt hier noch einen Worker hinbringen, wir müssen hier nochmal einen hinbringen, müssen noch den Ausweis fälschen. Ja, ist noch was zu tun. Und müssen uns noch eine Pistole organisieren. Das können wir ebenfalls über einen Luftabwurf am einfachsten machen. Wir gehen zum Großer. Dann wird Radio B blockiert. Schade, da wollte ich eigentlich hin, um den Luftabwurf zu bestellen. Dann gehe ich zur Pont l'Évêque. Dann wird die Fence blockiert. Dann gehen wir zum Doktor. Dann will die Patrouille zu Radio B, da ist schon jemand. Dann der nächste Freie ist die Rue Barada, das funktioniert auch. Dann gehen wir jetzt zu Radio A, wir brauchen nämlich die Waffe noch. Und dann kommt die vierte Patrouille, die will jetzt zu Radio A, da ist besetzt. Dann will sie zu Rue Barada, da ist auch besetzt. Und dann will sie zum Großer, da ist aber auch jemand besetzt. Dann fängt sie vorne wieder an bei Radio A, das ist einer von uns. Der wird entdeckt, verhaftet und verschwindet. Das heißt, der Luftabwurf ist auch gestorben. Uah. Okay, wir bringen vom Doktor Medizin mit, auch wenn wir sie nicht mehr wirklich brauchen. Vom Lebensmittelhändler bringen wir Lebensmittel mit. Und von der Pont l'Évêque, der kommt auch nach Hause. So, das war ganz blöd. Jetzt haben wir tatsächlich einen Worker verloren. Tag 10. Wir müssen trotzdem versuchen, den Luftabwurf hinzukriegen. Gehen wir hier zur Pont l'Évêque, zur Fence, zum Doktor, zur Fence, zur Rue Barada, nochmal Radio A. Dann wird der Große besetzt. Jetzt haben wir drei Worker platziert und auch drei Patrouillen. Es müssen aber vier platziert werden. Also kommt noch eine vierte. Pont l'Évêque, Black Market. Jetzt funktioniert's. Über den Luftabwurf lassen wir uns hier eine Waffe hinliefern, kommen nach Hause. Hier holen wir nochmal Medizin, wenn wir zufällig da sind. Das war's. Wir sammeln die vier Patrouillen ein. Und jetzt können wir den nächsten Tag machen, 11, und damit bleiben wir hier, in diesem Tag 11, bleiben wir einfach mal hier unten, holen uns die Sachen zusammen. Hier holen wir uns ein Feld. Dann kommt eine Patrouille beim Großer raus, dann gehen wir hier nochmal zum anderen Feld. Dann kommt eine Patrouille bei Radio B, dann gehen wir hier ins Café, holen uns noch einen vierten Worker. Dann ist Radio A und dann kommt der vierte, der geht zur Pont l'Évêque. Hier sammeln wir die Waffe ein, kommen nach Hause.
hier geben wir ein Lebensmittel ab und kommen mit einem Kollegen wieder nach Hause und hier holen wir das Geld und kommen nach Hause. Das wird jetzt eng, weil wir müssen jetzt nochmal 2 Geld einsammeln und vorher noch den Raum bauen. Und der nächste Tag, die Moral sinkt wieder auf 3. Okay, dann werden wir jetzt hier zum Großer gehen, Patrouillen neu mischen. Ihr merkt, das ist über die 14 Tage schwierig zu schaffen. Ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen werden. Das wird jetzt eng, weil ich zu oft wahrscheinlich gesichert habe. Radio B wird blockiert. Dann gehen wir wir müssen jetzt dort oben schon mal einen platzieren. Wir müssen hier einen platzieren, dann bleibt einer frei. Den setzen wir auf die Pont du Nord. Dann wird Radio A blockiert. Dann gehen wir auf diesen Ort hier oben, zu den Baracken, um den zweiten Spionagegang zu machen. Dann kommt eine Patrouille zur Pont l'Evêque. Und dann müssen wir aber jetzt hier den Spare Room bauen für den Ausweisfälscher. Und dann kommt eine weitere Patrouille zur Fence. Glück gehabt. Hier oben ist der zweite Spionagebesuch. Und der Rückweg ist frei, Pont du Nord ist frei. Hier holen wir uns Lebensmittel und hier geben wir 2 Geld aus im Spare Room und bauen den Raum für den Ausweisfälscher. Zack, zack, wieder einsammeln. Nächster Tag, jetzt haben wir nur noch 2 Tage Zeit. Was mir jetzt fehlt, ist der Ausweis. Und um den Ausweis zu bekommen, brauche ich 2 Geld. Die bekomme ich aber nicht in einem Zug und dann im nächsten Zug. Also, wir werden diese Mission nicht erfüllen können. Machen wir es kurz. Nee, das funktioniert nicht. Ich brauche einmal die Geheiminformation. Die kann ich hier holen, bei einer der beiden Funkstationen. Über die jeweils andere Funkstation könnte ich mir Geld abwerfen lassen. Und gleichzeitig könnte ich über den Black Market, über den Schwarzmarkt nochmal Geld organisieren. Das kann ich alles in einer Runde theoretisch tun, wenn dann keiner verhaftet wird auf dem Rückweg, weil das sind ja 4 Felder, die ich besuchen muss. Ich habe nur 4 Worker, ich kann also keinen Rückweg sichern. Wenn dann keiner verhaftet wird, dann kann ich in der nächsten Runde den Ausweis fälschen und dann ist aber schon Ende. Das heißt, wir werden diese Mission nicht beenden können. Dann kann ich wenigstens die noch beenden. Einmal zu oft bin ich zu sicher unterwegs gewesen. Naja, wir werden sehen. Ich brauche ja hier jetzt nur jemanden hinzuschicken. Das machen wir auch. Und wir schicken jemanden hier zum Armenviertel. Dann wird der Große blockiert. Dann schicken wir einen hier zur, da ihr hier oben ein Schildsymbol seht, bedeutet das, ich kann diese Mission auch jetzt erfüllen, den Besuch hier vorne im Officers Mansion, auch wenn der Rückweg blockiert wird. Das heißt, diese Mission gewinnen wir auf jeden Fall. Dann wird die Pont weg blockiert und damit ist der Rückweg für alle abgeschlossen. Die beiden kann ich jetzt nicht mehr platzieren. Doch, ich habe eine Waffe. Haha. Da ich diese Mission nicht erfüllen kann, kann ich mir den Weg freischießen. Ja, das wäre noch eine Idee. Ich platziere einen Worker bei Radio B. Großer, dann wird der Schwarzmarkt blockiert. Ich kann mir den Weg aber nur einmal freischießen. Das wird jetzt ganz blöd. Und dann platziere ich den nächsten bei Radio A. Und die letzte Patrouille geht zur Fence. Ja, das ist natürlich
maximal blöd gelaufen. Wir gucken uns das an in der Aktionsphase jetzt. Diese Mission wird erfüllt, erfolgreich. Er hier wird aber auf dem Rückweg verhaftet und verschwindet. Für ihn ist der Rückweg blockiert. Dann bei ihm hier können wir die Geheiminformationen einsammeln. Ja, das spielt keine Rolle. Wir können, ja, lass uns mal die Geheiminformationen sammeln. Und auf dem Rückweg schießt er sich den Weg frei. Damit wird aber jetzt die Zahl der Soldaten um 1 erhöht. Das markieren wir mal. Kommt aber nach Hause. Er hier kann ein Lebensmittel und ein Medizin im Armenviertel spenden und erhöht die Moral nochmal. Die hätte ich sowieso nochmal sinken müssen. Jetzt sind sie wieder auf 3, so rum. Und kommt nach Hause. Und er hier kann nichts machen, weil egal, ob er jetzt die Geheiminformationen organisiert oder einen Luftabwurf bestellt, nur er weiß, wo, auf welchem Feld das landet. Die Information geht aber verloren auf seinem Rückweg. Wir haben keine Waffe mehr. Das heißt, wir sind verloren. So, jetzt kommt ein Soldat hinzu. Und die werden meines Wissens, wir gucken nochmal in die Regel, da haben wir schon ewig keinen Soldaten mehr dabei gehabt, werden die in der Platzierungsphase zuerst platziert. Patrouille, warte. Nein, Soldaten sind immer die Letzten, die platziert werden. Okay, gut. Da steht es drin, explizit. Auch wichtig zu wissen. Gut, letzter Tag, die Moral sinkt nochmal. Und damit kriegen wir es natürlich jetzt nicht mehr gelöst, das Spiel. Wir könnten jetzt auch aufgeben, aber ich zeige euch jetzt nochmal trotzdem, wie die Runde funktioniert. Was brauchen wir? Wir brauchen noch den gefälschten Ausweis, den wir nicht kriegen. Wir brauchen die Waffe, die wir nicht haben. Und wir müssen dann dort jemanden platzieren mit 2 Sprengstoff und dem gefälschten Ausweis. Wir brauchen also eine Waffe und einen gefälschten Ausweis, also Geld. Das heißt, wir gehen zu Radio B. Dann kommt beim Großer eine Patrouille hin. Dann gehen wir... damit kriegen wir das Geld. Dann würden wir auch hier nochmal einen platzieren. Radio A. Jetzt müssen wir noch 2 Wachen platzieren. Und den Soldaten davon als letztes. Damit werden wir dann vermutlich den Rückweg verlieren. Radio B ist besetzt, dann ist der Große besetzt, dann kommt der Schwarzmarkt, der wird also entdeckt und blockiert. Und der Soldat möchte zum Großer, nein, zur Pont du Nord. So, er könnte jetzt noch versuchen, Geheiminformationen oder einen Luftabwurf zu bestellen, kommt aber nicht mehr zurück. Damit ist der Auftrag gescheitert, er wird verhaftet, wir haben alle unsere Worker verloren und damit auch das Spiel verloren. Beziehungsweise, das ist jetzt der Trick, in Anführungszeichen, was heißt Trick, wir haben eine reguläre Mission erfüllt, aber nicht die 3-Sterne-Mission und damit sind wir bei einem Unentschieden gelandet, denn jetzt kommen alle Worker zurück, der Marker läuft auf Ende und damit ist die Unentschieden-Bedingung erfüllt und wenigstens haben wir es geschafft, eine Mission zu erfüllen. Das ist also, und zwar die in Anführungszeichen einfachere, das ist also wenigstens ein Unentschieden erreicht. Na, immerhin. Das wäre im, nach den Grundspielregeln wäre das ein Verlust, weil da musste man beide Missionen meines Wissens erfolgreich gestalten, erfolgreich beenden. You win the game if you complete your second mission. Genau, da musste man beide erfolgreich gestalten. Da gab es kein Unentschieden, da gab es nur beide erfüllen.
oder verlieren. Hier mit dem erweiterten Regel, mit dem New Content, den gibt es eben auch auf Deutsch bei Schwerkraft. Der ist, glaube ich, mit dabei bei der zweiten Auflage. Passt auch mit in die Schachtel, also ihr braucht da die Schachtel für den New Content nicht aufzuheben. Ja, da gibt es jetzt das Unentschieden. Haben wir geschafft. Das ist also eine Runde Marquis. Meine Nummer 3 auf meiner Top 10 Solo-Spieleliste. Das Video hier kommt auch genauso wie die anderen 9, werden es dann noch, sind es dann in die Playlist. Es fehlen jetzt noch 2 Videos. Wir sind hier bei Nummer 3. Die Videos zu Nummer 2 und 1 kommen noch. Das werden Dune Imperium und dann Imperium sein. Und ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe, ich habe keine Regelfehler gemacht. Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch irgendetwas nicht gefallen hat, auch runter damit in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. So viel zum Marquis. Ein nettes, kleines Spiel, 30 Minuten. Haben wir noch nicht mal gebraucht jetzt, wenn ich das richtig sehe. Und ja, mit der Erläuterung jetzt vielleicht ein bisschen länger. Aber reine Spielzeit ist durchaus kurz. Es braucht auch nicht viel Tischplatz, wenn man dir die Ressourcen ein bisschen stapelt und das hier ein bisschen enger gestaltet. Kommt man mit auch einem kleinen Tisch in einem Hotel oder sowas sehr gut aus. Ich habe es auch schon mit auf Reisen gehabt und dann im Hotel gespielt. Lässt sich wunderbar einpacken. Sehr zu empfehlen. Nettes kleines Spiel, nichts allzu Komplexes, aber eben auch knifflig durchaus und nicht ganz trivial zu gewinnen. Und wenn es euch gefällt, Abo und Like, lasst es mir gerne da. Und wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dahin, euer Spartakus.